Designschutz. Wie Sie ein Design anmelden, was sind die Kosten? In diesem Video erkläre ich einfach alles zur Designanmeldung. Ich bin Rolf Kleesen und in diesem Video erkläre ich genau, wie und wo man eine Designanmeldung durchführt und was das kostet. In diesem Video erkläre ich also einmal, was man vor einer Designanmeldung beachten sollte, wo und wie man die Designanmeldung durchführt und was die typischen Fehler sind. Und dann zum Schluss erkläre ich, was die Designanmeldung kostet. Haben Sie schon mal ein Design angemeldet? Wo oder wie haben Sie das gemacht? Wussten Sie überhaupt, dass man Designs schützen kann? Über eine Antwort auf diese Fragen würde ich mich sehr unter diesem Video in den Kommentaren freuen. Vor der Anmeldung eines Designs sollte man wissen, dass das Design neu sein muss zum Anmeldetag des Designs. Das heißt, wenn Ihr Design schon vor dem Anmeldetag irgendwo anders existiert hat, irgendwo auf der Welt im Prinzip, dann ist Ihr Design später angreifbar. Diese Neuheit wird erst in der Regel bei der Durchsetzung der Designs überprüft, also von den Gerichten. Aber Sie sollten das Design natürlich nur durchsetzen, wenn Sie auch sicher sind, dass dieses Design vor dem Anmeldetag möglichst nicht existiert hat. Zum einen heißt das, dass das Design vor dem Anmeldetag möglichst nicht der Öffentlichkeit gezeigt werden sollte, obwohl es hier eine Ausnahme gibt. Wenn nämlich die Veröffentlichung eines Designs innerhalb der letzten 12 Monate vor dem Anmeldetag liegt und auf den Anmelder des Designs zurückzuführen ist, dann ist die Veröffentlichung unschädlich. Dennoch sollte man das nicht provozieren, denn es kann ja sein, wenn Sie das Design der Öffentlichkeit zeigen und jemand anders, ein Dritter, das Design dann ebenfalls zeigt und nicht klar nachvollziehbar ist, dass das auf Sie zurückgeht, dann ist diese Veröffentlichung neuheitsschädlich und kann dann gegen Sie ausgelegt werden. Allerdings ist es so, dass Designanmeldungen relativ günstig sind und Recherchen, ob dieses Design schon vorher so existiert hat, relativ teuer und aufwendig sind, sodass viele Anmelder von Designs darauf verzichten, vor der Anmeldung zu recherchieren, ob es dieses Design schon gab. Und wenn Sie selbst dieses Design entworfen haben oder eben einen Designer, dem Sie vertrauen, angestellt haben oder bezahlt haben, dieses Design zu entwerfen, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass genau exakt dieses Design schon vorher so existiert hat, sodass es auch schwierig sein wird, dass ein Dritter dieses Design wegen fehlender Neuheit wieder aus dem Register werfen kann. Dann gibt es noch das Erfordernis der sogenannten Eigenart, also dass es eine gewisse Besonderheit an diesem Design gegenüber den bisherigen Designs geben muss. Das wird allerdings von den Gerichten sehr eng ausgelegt, sodass in der Regel schon ganz kleine Unterschiede dafür sorgen, dass Ihr Design eingetragen bleibt, aber dann eben auch genau nur für diesen kleinen Unterschied überhaupt Schutz hat. Wie und wo können Sie jetzt diese Designanmeldung durchführen? Für deutsche Anmelder gibt es da eigentlich drei wichtige Alternativen. Einmal kann man es beim Deutschen Patent- und Markenamt anmelden, dann beim EOIPO, also beim Europäischen Markenamt, sage ich mal, EU Intellectual Property Office, oder bei der WIPO. Innerhalb von 6 Monaten ab dem Anmeldetag des ersten Designs können Sie dann auch noch in allen anderen Ländern der Erde ohne Rechtsnachteil mit dem gleichen Zeitrang durch das Prioritätsrecht auch noch Designschutz bewirken, sodass Sie nicht sofort mit dem ersten Anmeldetag überall, wo Sie Schutz haben wollen, Schutz erzielen müssen, sondern Sie können sich 6 Monate Zeit lassen und dann eben das Design auch noch zum Beispiel in Korea, Japan, USA oder China schützen. Was sind nochmal die 3 Optionen? Also einmal ein deutsches Design beim deutschen Patent- und Markenamt, dann ein europaweites, also EU-weites, nicht Schweiz, EU-weites Design beim EUIPO und dann ein sogenanntes Haager-Muster bei der WIPO. Dieses Haager-Musterabkommen wird bei der WIPO administriert und erlaubt Ihnen, mit einer einzigen Anmeldung in vielen Ländern der Erde auf einmal Schutz zu bekommen, also zum Beispiel in der EU, in der Schweiz, in den USA, in Korea, in Japan, in China. In vielen Ländern dieser Erde kann man mit einer einzigen Anmeldung bei der WIPO über das Haager-Musterabkommen Designschutz erzielen. Das Wichtigste bei einem Design sind die Abbildungen. Bei einem Design wird nämlich der visuelle Eindruck geschützt. Der visuelle Eindruck wird unabhängig von den Waren geschützt. Das heißt, wenn Sie eine Form für ein Radiergummi schützen und jemand anders ein Auto macht, was genau diesen gleichen visuellen Eindruck erzeugt, also auch so aussieht, unabhängig davon, dass Sie eben eigentlich nur ein Radiergummi geschützt haben. Wenn Sie ein dreidimensionales Design schützen, also zum Beispiel eine Flasche oder ein Stuhl oder ein Auto, dann empfehle ich immer pro Design 7 Abbildungen.
Also vorne, hinten, rechts, links, oben, unten und schräg oben, also perspektivisch von schräg oben. Die Abbildungen sollten einen neutralen weißen Hintergrund, möglichst ohne Schattenwurf haben, denn geschützt ist tatsächlich nur genau das, was abgebildet ist. Also wenn Sie jetzt Ihren geschützten Radiergummi vor einer Blümchentapete abbilden, dann ist für die Zukunft mit diesem Design auch nur dieser Radiergummi vor der Blümchentapete geschützt. Wenn Sie das vor einem neutralen weißen Hintergrund ohne Schatten abbilden, dann ist eben dieses Radiergummi, egal vor welchem Hintergrund, egal in welcher Konstellation, geschützt. Also immer einen neutralen weißen Hintergrund ohne Schatten wählen. Für den breitesten Schutzbereich ist eine abstrakte Darstellung wichtig. Das heißt, wenn Sie breiten Schutz erzielen wollen, dann wählen Sie beispielsweise Strichzeichnung, schwarz-weiße Strichzeichnung, um einfach die Konturen darzustellen. Oder Graustufen-Renderings mit einem Cut-Programm. Also wenn Sie Ihr dreidimensionales Objekt in einem Cut-Programm designt haben, dann können Sie eben genau diese Abbildung vorne, hinten, rechts, links und so weiter in Graustufen-Renderings vor einem weißen Hintergrund erzeugen und dann eben so als Design anmelden. Wo kann man jetzt die Designs konkret anmelden? Online. Unter diesem Video habe ich die Links gepackt. Den Link zum deutschen Anmeldeformular, zum EU-weiten Anmeldeformular und zur Anmeldeseite bei der WIPO. Die Anmeldekosten liegen in Deutschland bei wenigstens 60 Euro Amtsgebühr, in der EU bei wenigstens 350 Euro. Und für die Haga-Muster bei der WIPO gibt es ein relativ komplexes Gebührenmodell und dort gibt es auch einen Online-Fee-Calculator, wo ich auch einen Link unter dieses Video packe, wo man dann einen Eindruck davon bekommen kann, was es kostet, je nachdem, was für ein Design man anmeldet und in welchen Ländern man Schutz haben möchte. Da man bei Designanmeldungen relativ viel falsch machen kann, gerade was die Abbildung angeht, empfehle ich dringend, die Hilfe von einem Patentanwalt oder einem Rechtsanwalt, der sich mit Designs auskennt, hinzuzuziehen. Sie können das natürlich auch selbst machen, deswegen habe ich ja dieses Video gemacht. Aber wenn Sie diese Ausgabe tätigen können, dann ist das gut angelegtes Geld, hier für einen Profi zu engagieren. Und noch ein Tipp zum Kostensparen zum Schluss. Sie können mit einer Designanmeldung bis zu 100 verschiedene Designs auf einmal schützen. Das heißt, so eine Art Mengenrabatt. Sie können mit einer Anmeldung eben ein erstes Design einrichten, ein zweites, drittes, viertes bis zum 100. und eben nicht jedes Mal 60 Euro oder jedes Mal 350 Euro in der EU zahlen, sondern eben dann für jedes weitere nur einen kleinen Extrabetrag. Das heißt, wenn Sie mehrere Objekte haben, die Sie schützen wollen, dann können Sie das in einer einzigen Anmeldung tun. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, was eine Designanmeldung ist und wie und wo man die durchführt und was die kostet. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann drücken Sie doch auf Like. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Designs und Marken wissen wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Fragen und Kommentare beantworte ich unter diesem Video. Jeden Donnerstag gibt es ein neues Video zu Marken, Patenten und Designs. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.